Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Goodbye, Deponia. Ach ja, wir sind die kleinen Belger endlich los und vielleicht kommen wir ja jetzt in die Bar. Ja, sagen wir, dass hier ein Bordellschuppen ist. Einfach reingegangen. Das ist sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch war da auch schon vorher drin. Alles super. Hier war so eine Werbetafel. Ich will den Krug einfach mitnehmen. Sagt ja gar nichts. Wieder ein Krug. Jetzt räumen wir hier schon auf. Da noch ein Krug. Mit Leuten können wir da reden? Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe Kalle, der freundliche Yeti? Na klar. Ich bin ein großer Fan. Nein. Sag jetzt nicht. Doch, doch, ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Ah, deswegen haben wir Krüge. Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Na dran. Ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Dann bist du ja der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Peach also. Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Oh. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Egal. Lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Schöner Mario abklatschen, ne? Fällt überhaupt nicht auf. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da man die Anschaffung eines Nasenhaarentferners nicht weiter hinausschieben sollte. Das ist doch ein Schmuckbart. Okay, dann haben wir hier Haarwuchsplüre, Hormonplüre und Pilzplüre. Und nochmal Plüre. Was für ein... Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Ah, verstehe. Weil sie aufmuntert. Im Gegenteil. Es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Gerne. Okay, kommen wir nicht einfach so ran, ne? Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau. Eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Na toll. Was ist mit der Plörre? Dir fehlt was. Meine Erlaubnis. Nein. Ein Krug. Ich würde schon sagen, also... So, was haben wir denn jetzt nochmal? Haarwuchsplüre, Hormonplüre, ein bisschen Pilzplüre? Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Ja, immer noch besser als mit Feuerkugeln. Was haben wir denn noch? Suppenreste... Können wir selbst noch was herstellen? Und ein bisschen Muttermilch? Mama Boso hätte die ruhig mal beschriften können. Nein, dieses Problem erfordert... Außerdem könnte ich mir beim Öffnen der Hormondose den Fingernagel einreißen. Wenn das nicht längst passiert ist. Haben wir noch irgendwas, was ihm helfen könnte? Den behalte ich lieber bei mir. Er ist mir immerhin schon einmal ausgebüxt. Hey, Gun! Willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeitszeit wird nicht mit dem Personal gesprochen. Es sei denn, es geht um... Teigtaschen. Genau, gut machst du das. Teigtaschen. Okay, nein, Bibu, so behalten wir mal schön gut. Ich meine, wir... Vielleicht einfach nur
bisschen Plöre und die da ein bisschen mixen? Hey, was soll denn das? Wonach sieht's denn aus? Ich zapfe. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da, wo ich herkomme, da konnte ich Plöre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit? Genau. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Okay. Also schon so eine Art wieder Minispiel, wie bei dem anderen, wo wir mit dem Glückskeks da spielen müssten, ne? Jetzt haben wir hier Plöre. Machen wir da ein bisschen Hormone rein? Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Ja, gucken wir an diese Hormonplöre. Bekommen wir er vielleicht? Nachschub! Na, endlich. Hallo! Lecker Schmecker! Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Okay, ja, das ist interessant. Da könnte ich glatt drin versinken. Ein bisschen mehr Plörre vielleicht. Deswegen auch Peach, ne? Sie ist blond, jetzt ist sie weiblich. Da wird sich Mario gleich freuen. So, ein bisschen Pilzwährung. Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Mal hier nochmal gucken. Hey, Finger weg! Klingt auch leer. Warum nicht? Erstens, weil es die Kneipenmoral in nicht tolerablem Maße beeinträchtigt. Und zweitens gab es Beschwerden, dass sich die Wirkung des Getränks in manchen Fällen nur durch chirurgische Eingriffe wieder rückgängig machen ließ. Ja, das haben wir jetzt schon angerichtet. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Okay, dafür, für die Haarwuchsplörre, brauchen wir auf jeden Fall natürlich hier unsere Muttermilch. Und das wird lecker. Das ist ein schönes Rätsel, Mann. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Da oben der Typ, ne? Der sieht schon so aus, er hat Fässer. Das ist doch bestimmt ein Affe. Hier, den geben wir das. Nachschub, na endlich. Spediteur. Der schmeißt sich mit den Dingern hier durch die Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Was so schön. Muss mal. Oh, und er steht natürlich schon direkt auf sie, ne? Das ist so. Das, die sind jetzt schon mal beschäftigt. Schön. So, nochmal ein bisschen Plörre. Jetzt brauchen wir nur noch Pilze irgendwie. Ah. Mehr gibt's hier aber, glaube ich, gerade nicht. Ja, mal gucken, was ein neuer Kunde. Was kann ich. Haben wir jetzt schon 4 Slotti? Wenn wir noch die anderen 2 von dem Mario bekommen, haben wir natürlich 6 und können uns das Bild holen, ne? Mal gucken. Nette Kundschaft. Ja. Wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was? Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Naja, allen. Das werden wir noch nicht kriegen, das kriegen wir auch nicht und... Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein,
Das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Wofür? Weil sie auch... Im Geht. Es hält sie in einem Perl. Aber es ist auf ein... Ich... Willst du... Gerne. Okay, also wir bezahlen dann die Nukleinsäure und das Bild kriegen wir irgendwie so noch. Ich mach mich da... Aber wo kriegen wir jetzt das Pilzzeug her? Das klingt lecker. Erneut sind es allein die Limitierungen des menschlichen Verdauungstraktes, die meiner kulinarischen Neugierde die Flügel stutzen. Das in Moment, nochmal ganz genau checken. Ja, das hier ist kein Schleimrohrschimmeling. Es lebe das Ausschlussverfahren. Menno. Also einen komischen Pilz haben wir noch nicht gesehen, oder? Hat der vielleicht noch einen? Ich sagte doch, lass mich allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Brauchen wir noch einen Pilz für? Och, Menno. Hey, Finger weg! Das Zeug... Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Aber er sagt nicht mehr warum. Ach, Menno. Da war irgendwie draußen Pilze. Pilze? Guck mal hier nochmal rum. Ach, das sind doch Pilze. Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Aua. Ja, da war unser Problem wieder. Geld freuen. Kriegen wir das denn? Haben wir hier vielleicht mit den Suppenkosten? Eine deftige Pilzsuppe? Warum nicht? Gibt es eine richtige Reihenfolge, wenn es da schon vier Stück gibt? Können wir hier nicht einfach eine Pilzwerbung hinstellen? Na, das sieht mir doch genau. Aua! Was waren die anderen noch? Es ist halt schon eine Weile her, dass ich das hier gemacht habe. Pilzen. Aua! Vielleicht geht das ja eigentlich hier mit dem Pulver. Na! Das ist so lustig, aua. Ne? Da oben kommt er wieder nicht ran, oder? Na, das sieht. Das scheint harmlos zu sein da. Aua! Aua, hab den Mann, ey, ist das ein Kunde? Na, das. Irgendwie. Eine deftige. Muss ich ja noch dran ziehen. Aua! Sie vielleicht eine Pilzsuppe? Hatte sie nicht irgendwie Hunger oder so? Haben Sie Hunger? Und wie? Tja, darüber hätten Sie nach. Hallo nochmal. Ah. Ach genau, eine Pilzkennerin. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja. Fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? Dreimal darfst du raten. Na, wenn's weiter nichts ist. Der hier? Hä? Aua! Tja, leider falsch. Noch zwei Versuche. Bitte, das ist so verdient. Das sieht verdächtig aus. Was soll denn das da darstellen? Vielleicht der Große. Auch falsch. Tja, leider falsch. Noch ein Versuch. Bestimmt. Ja, leider falsch. Tja, schade. Mehr Glück beim nächsten Mal. Das wird irgendwie nicht stimmen. Hallo nochmal. Habe ich noch drei... Los geht. Müssen wir dem großen Pilz irgendwie eine Falle stellen oder so? Auch falsch. Aua. Tja,
Leider falsch. Noch zwei Versuche. Ach, zur Laterne, da waren wir auch schon ewig nicht mehr. Ich glaube, hier gibt es aber auch gar nichts. Nee. Ich guck nochmal bei den Kinderchen, ob es ihnen denn gut geht. Die müssen es ja echt gemütlich haben. Das sieht doch schön aus. Ist trotzdem noch voll angestrengt. Das sind schon süß, ne? Gaudi. Das bringt mich nicht bei den Pilzen weiter. Hier, hast du eine Werbung. Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Hier, nimm ihn ruhig. Nein. Hierfür Was? Ah, danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. So. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Dann geben wir das jetzt natürlich dem Klempner. Oh Gott, ich bin echt gespannt, was gleich passiert. Der schmeißt bestimmt gleich mit Fässern und ich hoffe, wir kriegen das Bild. Unsere 6 Slotti hier. Nachschub! Na endlich! Hey, Moment mal! Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Dreh dich doch mal um. Was ist das? Ich fühle mich super! Größer! Und stärker! Boah. Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff. Natürlich stehen sie beide drauf. Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Ach du liebe Zeit. Aua. Okay, was haben wir noch nicht bekommen? Dann gehen wir mal wieder reingucken, wie es jetzt aussieht. Genau darauf habe ich mich abgezielt. Das ist er schmeißt Sachen und... Ach, hier liegt natürlich das Bild jetzt rum. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja, nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Aber wir haben das schon anschreiben lassen, oder nicht? Was kann ich... Ich brauche das Schicksal... 6 Slotti. Einen Hund. Gerne. Such dir einfach einen Lehrer. Kann ich die... Du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. 6 Slotti. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Ich mach mich da... Können die das nicht für mich jetzt anschreiben lassen? Ich bin dezent verwirrt. Willst du das Geld durch die Lampen gehen lassen? Ich brauche es. 6. Ich kannte mal ein Gnu. Das sah besser aus als du. Tja. Wir haben doch die Kundschaft bedient. Ach, dann geben wir erstmal das Bild jetzt an Rufus weiter und er. Ach, wir haben ja schon fast Ende der Folge erreicht. Aber wir werden jetzt mal noch den Therapeuten ein bisschen ärgern. Und so ein Abdrücken. Ja, das ist hier lohnt. Was erkennen Sie auf diesem Bild?
einen Patienten, der versucht den Jetzt sind sie... Ich glaube, sie haben den Sinn... Ach, herrje. Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zum... Wo soll ich sonst... Das würde sich... Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elys... Wo soll ich... Also ganz gut, dann reden wir halt Ich bräuchte ihm. Noch... Schon wie? Ja, einmal noch. Na gut. Das übliche hier Kartenspiel. Wollen wir... Sie wollen den... Na gut. Diesmal gewinne ich. Also, was erkennen Sie? Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Tja, das hatten wir ja schon. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ein Schmetterling. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Egal, machen wir einfach weiter. Was erkennen Sie hierauf? Tja, also... Das bin ich, wie ich die Welt rette. Und Sie sehen... So, das war's. Wenn Sie lieber herum... Aber ich hab doch nur... In dem Fall sollten Sie für Leute wie... Sie sollten es... Und bitte halten Sie... Das mache ich auch irgendwie falsch, glaube ich. Muss ich die... Okay, machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Die kleine Cameo-Abstecherei war ja ganz lustig mit Mario und Co. Ich hoffe, ich kriege meine Nukleinsäure noch. Die bräuchte ich ja irgendwie. Also dann bis zum nächsten Mal bei Goodbye, Deponia.